Und man muss da ganz klar unterscheiden zwischen Ambient im Techno-Szenen-Zusammenhang. Das beginnt in meinen Büchern 1991 mit KLF Chill Out, dem Album, ja. Und auf der anderen Seite Brian Eno, ja, wo das eine rein, ehrlich gesagt, konzeptionelle Sache ist, ja. Und mit der konnte ich mich auch nie verbinden, weil es eine Musik ist, die geht durch mich durch. Die soll ja auch nicht berühren, die soll nicht bewegen, sondern die ist nur einfach da, als Ambiente, ja. Und deshalb bin ich froh und immer offen für neue Beschreibungen dieses Genres. Und eher sehe ich mich im Zusammenhang mit Chill Out, weil selbst auf der ersten KLF-Scheibe waren schon so Sachen wie Environmental Music, ja, es waren Sachen wie Dub drauf. Und dann ist eine sehr interessante, sehr intelligente Scheibe gewesen. Thank you.
Welcome to voice range identification. When you see the red light form, please stay in the following order. Your destination, your nationality, and your full name. Surname first, Christian name, and initial.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Aşkın beni mest eyledi. Aldı gönlüm hasta eyledi. Öldürmeye kast eyledi. Gel gör beni. Aşk eyledi. Ben yorulsun bir çareyim, dost elimden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşkım.